Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening. Wir sind bei der Folge 44 mittlerweile. Heute ist also Schnapszahltag. Wir haben 4 Briefe am Start, tatsächlich. Und die machen wir jetzt einfach mal schnell auf. Wir haben 3 Briefe haben wir da. Einen Brief vom Marius, wir haben was von eBay da und wir haben was vom Jan da. Und wir haben noch was Besonderes da, das heben wir uns aber bis zum Schluss auf. Wir starten einmal mit dem Jan. So, vom Jan bekommen wir eine spezielle Karte und es ist ein Rockets Cypher, also Rockets Sichlor aus dem Gym-Set. Eine echt schöne Karte, perfekt, eine der wenigen alten Karten, die mir eben noch fehlen. Und ja, das ging relativ fix auch. Vielen Dank, Jan, dafür. So, diese Kleinigkeit musste ich kaufen, weil es echt ein gutes Angebot war. Ich habe nämlich ein Simsala Goldstar gefunden. Sehr geil, deutsch, also kein Alakazam, sondern ein deutsches Simsala Goldstar zu einem echt guten Preis, muss ich sagen. Und da musste ich einfach zuschlagen. Vor allem, da der Zustand laut Beschreibung Near Mint ist. Und das kann ich jetzt nach 5 Sekunden draufschauen auch für, ja, für richtig befinden. Also 100% Near Mint, wunderbar, ist nicht Mint, sind 2-3 kleine Stellen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Sehr, sehr geil, wieder eine Goldstar für die Sammlung. Und abschließend haben wir hier einen letzten Brief von Marius. Mit Marius habe ich getauscht, er hat noch Karten aus den alten Sets gebraucht, also Base bis Fossil. Und da konnte ich ihm ein bisschen aushelfen und dafür habe ich diese Karten hier bekommen. Einmal Trainer's Mail, einmal Versus Seeker, aber nicht nur einmal, sondern jeweils... Ah ne, hat er gar nicht so rum. Ha, hat er direkt dahinter geklemmt. Ich habe beide Karten jeweils zweimal geholt, denn es ist ja nach wie vor das Thema offen. Viele brauchen Karten für ihre Decks und die Trainerkarten, finde ich immer noch, sind die wichtigsten Karten, die man sich holen sollte am Anfang. Also einen Cardpool anlegen, dass man von den wichtigsten Karten eben 2 bis 4 Stück hat. Und Trainer's Mail und Versus Seeker sind einfach Karten, die braucht man, also zumindest im Versus Seeker 3 bis 4 Mal pro Deck und Trainer's Mail, Trainerpost, abhängig eben, was man spielt, vielleicht auch nur 2 Mal. Okay, cool. Das heißt, das ist jetzt mal der ja, bekannte, konventionelle Part eines Cards bei Mail Openings, wenn man mal so guckt. Briefumschläge, schön und gut, aber ein netter Kollege, der Michi, hat es etwas gut gemeint oder etwas zu gut gemeint. Und deswegen muss ich jetzt kurz mal ein bisschen Platz machen. Denn er hat gesagt, zu unserem Tausch schicke ich dir noch eine Kleinigkeit dazu. Oh Gott, das kriege ich nicht mal auf den Tisch. Moment, das funktioniert nicht ganz, aber damit ihr einfach mal seht, was das so ist, wir haben ein nicht gerade kleines Paket bekommen vom Michi. So, Freunde, jetzt musste ich mal den Standort wechseln, denn für dieses Paket hier, was nicht gerade klein ist, hat mein Zimmer drüben nicht ausgereicht. Also Schreibtisch, keine Chance, deswegen habe ich jetzt mit freundlicher Zusammenarbeit von der Niki es geschafft, hier eine zweite Szenerie aufzubauen. Und jetzt machen wir das Ding mal auf. Wir haben 2 Kameras am Start, einfach auch wegen besserer Audioqualität. Und ihr seht es auch einfach mal von verschiedenen Winkeln. Vielleicht ist das für neue Unboxings in der Zukunft eine coole Idee. Okay, dann schauen wir mal, was er uns hier so eingepackt hat. Weil eigentlich geht es ja nur um Tauschkarten. Ihr könnt, denke ich, jetzt direkt erkennen, dass es nicht nur Tauschkarten sind. Außer er hat mir jetzt eine ganze Oldschool-Kartensammlung damit reingepackt, die er nicht mehr haben will. Okay, dann schauen wir mal rein. Zuerst lesen, also fängt schon mal gut. Oh Gott, achso, ich kann es nur aufklappen. Du kannst ja auch mal drauf filmen, dass man es vielleicht sehen kann. Weil ich muss es jetzt, ich komme mal zu dir rüber, weil das ist hier festgeklebt. Hey Maxi, erst einmal danke, dass du mit den Karten und deinen Tipps beim Deckbau geholfen hast. Ich bin ein großer Fan deiner Videos, aber das hast du bestimmt schon gemerkt. Ich habe neben unserem Tausch noch etwas Kleines, ja wahrscheinlich, noch etwas Kleines und noch etwas Gelbes mit dazu gepackt. Schau am besten als erstes in das Starterdeck, bevor du den Zwischenboden aus dem Paket nimmst. Ich hoffe, das Geschenk gefällt dir und es hilft dir, dass dir beim Deckbau ein Licht aufgeht. Ich werde versuchen, auch ein Video auf meinem Kanal von unserem Tausch hochzuladen. Lieben Gruß und bis zum nächsten Tausch. Frau Michael! Ja, Michi, ich soll in die Deckbox schauen. Ich sehe ein bisschen was, aber wie ihr auch schon sehen könnt, leider ist sein kompletter Inhalt hier schon einmal rausgelaufen. Aber was geil ist, wir sehen hier schon wahnsinnig viele und das sind richtig coole. Die habe ich schon als Kind früher gesammelt. Es gab früher schon diese Panini-Sammelheftchen mit Pokémon-Stickern. Und die schauen noch geiler. Schaut euch das mal an. Hier haben wir einen Dragoran. Machen wir hier mal in die Close-Up. Schaut mal hier, Freunde. Ein glitzerndes Endivier. Wir haben Shiggy, mein bester Freund.
Feurige, Dragoran, also lauter verschiedene schöne alte Sticker. Hier Dickdri und Dickter, die konnte man auch früher so in die Ordner zusammenkleben, wenn man die Entwicklungen hatte. Sonst Kingler, das ist so geil. Das ist Nostalgie pur und das hätte eigentlich in dieser Box sein sollen. Das ist ja wahrscheinlich beim... Oh ja, wir haben sogar ein Schillock. Schaut es euch an. Bestes. Dann sammle ich das erstmal kurz auf der Seite, dass wir die Sachen nicht verlieren. Hier aus dem Starterdeck Original, die Spielhilfe von 1999. Falls ihr lernen wollt, wie das Spiel wirklich gespielt wurde früher, schaut euch das einfach mal an. Okay, weitere Sticker, Schadensmarken. Ja, das gab es auch früher schon mit diesen Plättchen. Teilweise wurden auch so kleine, das waren so kleine Funkelsteinchen, ne? Hast du die auch noch gesehen? Schon ein bisschen länger her, aber auch schöne Sachen. Oh Gott, ich werd mal so eine Übersicht auf Facebook posten, weil das sind so viele verschiedene. Das dauert jetzt wahrscheinlich 10 Minuten, bis wir die alle mal durchgegangen sind. Aber vielen, vielen Dank schon mal dafür. Irgendwas Lustiges müssen wir auf jeden Fall noch damit machen. Und jetzt dürfen wir, hat er uns erlaubt, den Zwischenboden entfernen. Hier ist zum Beispiel nichts mehr. Aber ich sehe es schon gelb durchleuchten. Er hat ja gesagt, erst dann den Zwischenboden wegnehmen. Und es ist irgendwas Gelbes dabei. Oh Gott. Das ist schön. Falls ihr das sehen wollt, hier noch ein bisschen. Ja, also es ist genug da. Das will doch keiner sehen. Das will keiner sehen. Was da drin ist. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, schau dir das mal an. Ich ein Pikachu. Und ich anscheinend eine Lampe. Und oh Gott, die müssen wir gleich. Oh, das ist so süß. Schau dir das mal an. Es ist kugelrund. Freunde, schaut euch das mal an. Ein kugelrundes, süßes Pikachu. Und das ist tatsächlich eine Lampe. Nur müssen wir einen Adapter wahrscheinlich kaufen, weil diesen Anschluss kriege ich in keine Steckdose so leicht. Das kriegen wir. Vielleicht hat er uns auch einen dazugepackt. Sind wir mal nicht so voreilig. Ich stelle mal einen kleinen Freund hier auf die Seite. Alter Junge, das ist ja mega geil. Was Kleines sagt, das ist nicht klein. Das ist riesengroß. Oh Gott, und so viel. Ein bisschen Zeitung. Ja, Raketenabschussrampe auf dem Schulhof. Also Freunde, hier könnt ihr noch was fürs Leben lernen. Auch andere Kinder spielen andere Dinge. Aber ich glaube, das war's. Nein, wir haben noch eine Schadensmarke gefunden. Ich glaube, da könnten noch ein, zwei Dinge runtergefallen sein bei seinem Deckbox-Fiasko. Okay. Ja, tatsächlich. Hier ist das Netzteil. Das habe ich gebraucht. Und da kommt dann der Stecker rein von unserem dicken Pikachu. Und dann können wir es auch benutzen. Also perfekt. Und es sind tatsächlich, als hätte ich es gewusst, noch ein paar Sticker-Hops gegangen. Und das wäre schade gewesen, weil das sind wirklich schöne. Schaut mal rein. Hier mit Knogger, Magneton, Slimer, Magnetilo und Nebulak. Also ich will gar nicht wissen, wie viele verschiedene er uns da gegeben hat. Aber vielleicht, ich mache da einfach mal eine Übersicht für euch, hätte ich gesagt. Okay, jetzt würde ich sagen, Box auf die Seite und wir schauen mal, dass wir Pikachu zum Leuchten bringen, oder? Was sagt ihr? So, wir haben uns jetzt ins Arbeitszimmer begeben, wo Maxi den kleinen Pikachu-Leuchtzwerg angeschlossen hat. Ich denke, das lasse ich drin. Das hört sich doch gut an. Das war ein kleines Intro, das jetzt mal die Niki gesprochen hat. Wir sind zurück im Arbeitszimmer, haben unseren kleinen süßen Freund jetzt mal hier angeschlossen, um euch zu zeigen, wie das ausschaut. Und Max ist schon ganz aufgeregt. Ja, jetzt soll ich es endlich bauen. Einmal die Close-Up. Jetzt wird ziemlich geil. Was macht Pikachu für eine Attacke? Donnerschock, oder? Und da leuchtet er auch. Also, Pikachu, Donnerschock. Ja, ist das geil. Alter, wie das Teil leuchtet. Das ist so süß. Hör es mal an. Ich mag das kleine Dickerchen. Das ist echt süß. Vielen, vielen Dank, Michi. Das ist ja einfach nur krass. Da sagt er, ich packe eine Kleinigkeit dazu, dann kriegen wir so ein riesen Paket hier hingestellt. Und dann ist auch noch so ein geiles, leuchtendes, ja, ein Tischlampen-Pikachu einfach mal mit verpackt. Das ist geil. Die Frage ist nur, wo packen wir es hin? Weil ich habe hier ehrlich gesagt wenig Platz. Ich würde sagen, es kommt auf deinen Nachttisch. Ich denke, das wird meine neue Nachttischlampe. Das wird mein Nachttisch-Pikachu. Und ja, ich denke... Das wird geil. Und behütet dich vor bösen Träumen. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Denn was kann ein Pikachu besser als
seinen Trainer beschützen. Ja, das ist genau das. Das ist so geil, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so süß und ich freue mich, dass es da ist. Und ja, ich packe es dann, denke ich, gleich auf den Nachttisch. Da kann es dann in zufriedener Wohligkeit einfach neben mir schlafen. Das ist süß. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen das Licht wieder an, denn es ist echt dunkel da unten. Und das war's dann von Cards by Mail Opening 44. Ich denke, mehr Briefe kommen jetzt erstmal nicht rein bis Dienstag. Und das reicht auch ehrlich gesagt, wenn wir das hier sehen. Wir haben tolle Karten schon gekriegt. Wir haben so ein geiles Pikachu bekommen. Ich hier einfach nochmal die Karten, dann seht ihr es nochmal. Haben wir schon gesehen. Rocket Cypher, Simsala Goldstar und ein paar Trainerkarten. Es kommen natürlich noch weitere Tauschgeschäfte rein mit in den nächsten Tagen. Aber ich weiß nicht, ob es dann schon zum Video passend alles da ist. Sehr, sehr geil. Ich freue mich. Vielen Dank an alle Tauschpartner. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf den Like-Button drückt. Lasst es mich wissen. Schreibt mir was in die Kommentare. Wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr auf den roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht. Und ja, ich denke, wir werden noch ein paar Star-Auftritte von unserem kleinen Freund hier sehen. Wird gelegentlich mal vorbeischauen, weil wenn er schon da ist, dann müssen wir noch zeigen. Also Freunde, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Danke an die Niki nochmal für die nette Kamera-Unterstützung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Moment einmal. Da war doch noch was. Wir haben ein riesengroßes Paket bekommen. Wir haben ein süßes Pikachu bekommen. Wir haben einen Haufen alter Sticker bekommen, aber... Es ging ja eigentlich ursprünglich um den Tausch. Und die müssen wir uns auch noch anschauen. Die Tauschkarten, die hat er uns natürlich hier noch mit dazwischen gepackt. Gucken wir direkt mal, was ich eigentlich mit Michi tauschen wollte und was jetzt da echt angekommen ist. Also einfach nur irre. Wir haben ein Psyana Prime. Oh, wow. Das ist eine wunderschöne Karte, die, denke ich mal, direkt wieder an die Niki gehen wird. Sehr schön, Psyana. Ich glaube, sie hat eine englische Version in sehr gutem Zustand. Vielleicht möchte sie lieber deine deutsche Version, die auch in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Dann der zweite Part. Ich denke, das waren die Extras. Und hier sollte es dann weitergehen mit den Tauschkarten. Wir haben ein Rokara Turbo. Das ist für das nächste Deck-Profile gedacht. Da fehlen mir noch ein paar Karten, um das alles zu vervollständigen. Das ist cool, dass es am Start ist. Und wir haben einmal... Quaiutsu aus XY1, aber das war nicht im Tausch mit inbegriffen. Das ist ein Extra für mich. Vielen, vielen Dank, Michi. Das ist sehr, sehr geil. Today we have another interview with Jesper. Hello, Jesper. Is it pronounced Jesper? Is it Jesper? It's Jesper. Yeah, okay.